Ein Koffer voller Wunder oder Märchenreise um die Welt. Text und Regie Gunnar Kunz. Musik und Produktion Hein Schneider. Es waren einmal drei Brüder, die arbeiteten von früh bis spät auf dem Felde und hatten doch oft nichts zu beißen. Weil die Not immer drückender wurde, nahm der Älteste schließlich in der nahen Stadt einen Dienst an, um wenigstens das Lebensnotwendigste zu verdienen. Als 6 Monate herum waren und Neujahr vor der Tür stand, dachte er, es wäre an der Zeit, heimzugehen und den Lohn mit seinen Brüdern zu teilen. Zwischen der Stadt und dem Dorf, in dem er zu Hause war, lag nun aber ein dichter Wald. Da musste er hindurch. Die Nacht hatte ihn bereits eingeholt und der Jüngling fürchtete sich. Weil er aber nicht gern im Freien übernachten wollte und auch daran dachte, wie seine Brüder sich freuen würden, wenn er mit den ersparten Kupfermünzen nach Hause kam, gab er sich einen Ruck und eilte weiter. Über die Hälfte des Weges hatte er bereits hinter sich gebracht. Da huschte plötzlich vor ihm etwas Glänzendes hin und her. Was war das? Irrlichter? Gespenster? Langsamer als zuvor ging der Junge weiter, aufmerksam umherspähend, und da sah er, wie vor ihm etwas aufleuchtete, Funken, die hin und her tanzten. Die Funken kamen näher und näher und kreisten ihn ein. Zu seinem Entsetzen hörte er mit einem Mal Gemurmel und eine Stimme, die ihm zuflüsterte: »Willst du mich, so nimm mich. Willst du mich nicht, so lass es bleiben.« »Was soll ich mit dir?« stammelte der Junge. »Lass mich in Ruhe!« Und er rannte davon, ohne nach links und rechts zu sehen. Außer Atem kam er zu Hause an und verriegelte die Tür hinter sich. »Was machst du da?« wunderten sich seine Brüder. Da erzählte er ihnen, was sich zugetragen hatte. »Haben die Gespenster sonst noch was gesagt?« wollte der mittlere Bruder wissen. »Darauf habe ich nicht gewartet. Ich war froh, dass ich ihnen entkommen konnte.« »Vielleicht hätten sie aufgehört zu spuken, wenn du nicht davongelaufen wärst. Ich will sie mir einmal ansehen.« Inzwischen war es noch finsterer geworden. Man konnte kaum den Weg erkennen. Als der mittlere Bruder ein Stück in den Wald gegangen war, leuchtete plötzlich etwas auf. Und dann konnte er Lichter sehen, die hin und her waberten, und eine Stimme flüsterte: »Willst du mich, so nimm mich. Willst du mich nicht, so lass es bleiben.« Das Grauen packte den Jüngling, als er das hörte. Er glaubte nichts anderes, als dass die Gespenster sich jeden Augenblick auf ihn stürzen würden. Vergessen war sein schöner Plan. Er machte auf dem Absatz kehrt und rannte so schnell er konnte nach Hause. »Im Wald geht etwas Fürchterliches um«, keuchte er. »Lasst es mich einmal versuchen«, meinte nun der Jüngste. Seine Brüder konnten ihn nicht davon abbringen, so sehr sie ihn auch bedrängten. Er holte aus der Kammer einen Strick und machte sich auf den Weg. Inzwischen war es draußen so finster, dass man den Pfad nur noch erahnen konnte. Sobald der Junge die Stelle erreicht hatte, wo der Wald am dichtesten war, entdeckte auch er die tanzenden Lichter. Mutig ging er weiter, bis er mitten unter ihnen stand. »Willst du mich, so nimm mich. Willst du mich nicht, so lass es bleiben,«
flüsterte eine Stimme. »Natürlich will ich dich«, entgegnete der Junge. »Hopp, spring auf, damit ich sehe, wer du bist.« In diesem Moment hörte das Gemurmel auf und die Lichter verschwanden. Dafür spürte der Junge plötzlich eine fürchterliche Last auf seinem Rücken, dass er beinahe zu Boden ging. »Na, warte«, dachte er, »dich werde ich schon kriegen.« Er nahm seinen Strick, warf ihn nach hinten über das Gespenst und zurrte es fest. Dann drehte er sich um und tappte ächzend dem Dorfe zu. Bei jedem Schritt glaubte er im nächsten Moment zusammenzubrechen, aber er hielt durch, bis er den heimatlichen Hof erreichte. Hier wollte er das Gespenst absetzen, doch er konnte sich drehen und wenden, wie er wollte, das unheimliche Ding saß fest auf seinem Rücken. »So haben wir nicht gewettet«, sagte der Junge und schlug mit dem Rücken gegen die Mauer. Ein helles Klingen ertönte, aber die Last fiel nicht herab. Da ging der Junge rücklings in die Stube, nahm kräftig Anlauf und prallte mit solcher Wucht gegen die Wand, dass das ganze Haus bebte. Auf einmal klimperte es lustig. Und blanke Goldstücke sprangen nach allen Seiten. »Na, das war ja ein schönes Gespenst«, lachte der Junge, »Gold, das unter die Menschen wollte.« Und seit der Zeit brauchten die drei Brüder keine Not mehr zu leiden. Der Suppenstein. Jahr ein, Jahr aus zog ein Bettler über das Land und lebte von dem, was mildtätige Menschen ihm gaben. Nicht immer fand er ein offenes Ohr für seine Nöte und sein Magen blieb oft leer. Als er wieder einmal besonders schlimmen Hunger litt und in der Ferne ein Bauernhaus entdeckte, brachte ihn der Anblick auf eine Idee. Geschwind suchte er sich einen Kieselstein aus einem nahen Bach und klopfte an die Tür des Hauses. Die Bauersfrau öffnete. »Was willst du?« fragte sie unwirsch. »Könnte ich mir wohl einen Topf ausleihen?« »Einen Topf? Wozu brauchst du einen Topf?« »Ich will mir von meinem Suppenstein eine Suppe kochen.« »Suppenstein? Davon habe ich ja noch nie gehört.« »Oh, es gibt auch nicht viele auf der Welt. Meinen hat mir mein Vater vererbt.« Und er zeigte ihr den Kiesel. »Willst du etwa behaupten, daraus kann man eine Suppe kochen?« »Und was für eine! Euch würde das Wasser im Mund zusammenlaufen.« Nun wurde die Bauersfrau doch neugierig. Sie hieß den Bettler in die Küche kommen und die Suppe zubereiten. Aufmerksam sah sie ihm dabei zu, wie er mit Schüsseln und Tellern hantierte, mit Schwung den Stein in einen wassergefüllten Topf beförderte und diesen auf den heißen Herd stellte. »Das war alles?« fragte die Bäuerin. »Nun ja«, erwiderte der Bettler, »man könnte den Geschmack natürlich noch ein bisschen verfeinern, wenn ihr Pfeffer und Salz zur Hand habt.« Flugs holte die Bauersfrau das Gewünschte herbei und der Bettler würzte das Wasser großzügig. »Es ist nicht dick genug«, meinte er dann. »Das muss an eurem Wasser liegen. Mit ein wenig Mehl könnte man der Suppe die richtige Qualität geben.« Die Frau brachte ihm das Gewünschte und der Bettler rührte reichlich davon in den Topf. Dann kostete er, runzelte die Stirn und meinte, »Der Stein kocht langsam aus. Ein paar Kartoffeln und etwas Gemüse würden helfen, die Suppe zu strecken.«
Auch diese Zutaten erhielt er und schnitt munter alles in das kochende Wasser. »Ich sehe da ein Stück Hammelfleisch auf eurem Tisch«, sagte er. »Es kann nicht schaden, auch dieses an die Suppe zu geben. Es wäre das Tüpfelchen auf dem I.« Und weil die Bauersfrau gar zu gern wissen wollte, wie so eine Suppe aus Suppenstein schmeckte, gab sie ihm auch das Fleisch. Bald darauf füllte ein verführerischer Geruch die Küche. Wie mag sich so ein Geruch wohl anhören? Mal sehen. Zuerst das Feuer im Herd. Was noch? Das kochende Wasser. Jetzt brauchen wir noch einen schönen Klang, der uns zeigt, wie unsere Nase durch den Duft verwöhnt wird. Was nehmen wir da? Ich weiß, eine Triangel. Also, nochmal. Bald darauf füllte ein verführerischer Geruch die Küche. Jetzt ist die Suppe fertig, meinte der Bettler und fing an, sich den Bauch vollzuschlagen. Wollt ihr einmal kosten? Ihr werdet sehen, so eine gute Suppe habt ihr lange nicht gegessen. Die Bauersfrau probierte einen Löffel voll, und wirklich, es schien ihr, als habe sie selten eine so gute Suppe gegessen. Was so ein Suppenstein doch für Wunder bewirkt, sagte sie. Verkauft ihr mir den Stein? Nun, da ihr so freundlich gewesen wart, will ich ihn euch schenken. Eine solche Großzügigkeit kann ich nicht annehmen. Zumindest müsst ihr mir gestatten, euch dafür frisches Brot und Speck und eine Flasche Wein mitzugeben. Der Bettler gestattete und zog satt, zufrieden und mit Geschenken beladen von dannen. Die Bauersfrau erhielt den Kiesel und kochte von nun an ihre Suppen nur noch mit dem Suppenstein. Und weil sie sich immer genau an das Rezept des Bettlers hielt, schmeckte ihre Suppe auch jedes Mal vorzüglich. Hase das Feuerstahl. Als die Tiere allein auf der Welt waren, vor langer, langer Zeit, lange bevor die Menschen erschaffen wurden, zu einer Zeit, als die Tiere noch häufig ihre Verkleidung ablegten und wie wir in Dörfern als Mann und Frau zusammenlebten, zu jener Zeit also gab es nur wenig Feuer auf der Erde und die Tiere litten unter der Kälte. Sie wussten aber, dass es viele Tagesreisen entfernt einen Stamm gab, der das Feuer besaß und eifersüchtig hütete, und sie beschlossen, es zu stehlen. Doch wen sollten sie schicken? Coyote meldete sich zu Wort. »Ich glaube, der Hase ist der Richtige für so einen Auftrag«, sagte er. »Natürlich müssen wir vorher noch prüfen, ob er auch schlau und gewitzt genug dazu ist.« In Wahrheit glaubte Coyote nämlich nicht, dass der Hase diese Aufgabe erfüllen konnte, sondern wollte ihm nur einen Streich spielen. Die anderen Tiere waren einverstanden. Coyote sagte zum Hasen, »Nimm diesen Lederbeutel und fülle ihn mit roten Waldameisen. Wenn du das schaffst, ohne dass die Ameisen dich beißen und in die Flucht schlagen, dann bist du der Rechte, um das Feuer zu stehlen.« Der Hase nahm an und hoppelte zu den Waldameisen. »Wisst ihr, dass Coyote über euch lacht?« sagte er. »Er behauptet, ihr seid dabei auszusterben. Er meint, es gäbe nicht mal genug von euch, um diesen Beutel zu füllen.« Da fühlten sich die Ameisen bei ihrer Ehre gepackt und krabbelten eine nach der anderen in den Beutel.
bis dieser Rand voll war. Der Hase schnürte den Beutel zu und lief damit zu den anderen Tieren zurück. Und alle sagten: Ja, der Hase ist der Rechte, um das Feuer zu stehlen. Aber Coyote ärgerte sich, dass sein schöner Plan misslungen war, und meinte: Gemach, Gemach, erst muss der Hase eine weitere Prüfung bestehen. Ameisen fangen kann jeder, aber eine Klapperschlange, das ist etwas anderes. Der Hase nahm an und hoppelte zur Klapperschlange. Dort angekommen, legte er den Kopf schief, betrachtete die Schlange gedankenverloren und meinte schließlich: »Ich glaube, Coyote hat doch recht, wenn er sagt, dass du viel kürzer bist, als immer behauptet wird.« Empört zischte die Schlange. »Bin ich nicht? Miss mich, dann siehst du es!« Flugs nahm der Hase einen Stock, band die Schlange daran fest und trug sie ins Dorf der Tiere. »Ja«, sagten alle, »der Hase ist der Rechte, um das Feuer zu stehlen.« Coyote ärgerte sich schwarz, dass der Hase so erfolgreich war, und erwiderte: »Eine letzte Prüfung soll er noch bestehen, bevor wir ihn gehen lassen. Erst soll der Hase zum Sumpf gehen und den Alligator zu uns bringen.« Der Alligator aber war als gefährlicher Geselle bekannt, stets missgelaunt und heimtückisch, und den, so dachte Coyote, könnte der Hase niemals besiegen. Doch der Hase nahm auch diese Herausforderung an und hoppelte zum Sumpf.